Herr Oettinger, Sie sind einer der Väter des Projekts. Bitte begründen Sie, versuchen Sie in fünf, sagen wir mal, 3 bis 5 Sätzen dem Publikum hier im Saal zu erklären, warum es am kommenden Sonntag bei der Volksabstimmung für das Projekt, also mit Nein, stimmen soll. Meine Damen und Herren, die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die Schweiz haben vor vielen Jahren gemeinsam mit ihren meist staatlichen Bahngesellschaften beschlossen, Hochgeschwindigkeitsnetze neu oder auszubauen. Für die Magistralen Europas. Die wichtigste ist die Nord-Süd von Rotterdam bis Genua, die im Rheintal mit wichtigen Lärmschutz- und Abstandsmaßnahmen hoffentlich nicht noch viel später kommt, als längst vereinbart ist. Schweiz ist weiter, wir sind im Norden Baden-Württembergs weiter. Ich bin froh, dass Herr Grube jetzt den Rascher Tunnel für das nächste Jahr verbindlich zugesagt hat, aber es sind 10 Jahre im Verzug. Das ist Nord-Süd. Die wichtigste West-Ost-Achse von Paris nach Wien über München ist weitgehend gebaut. Paris, Metz fertig. Im Bereich Bayern weitgehend fertig. Richtung Wien weitgehend fertig. Es fehlt tendenziell das Stück Stuttgart-Kiel. Selber schuld! Und da geht es um die entscheidende Frage, wie verbindet man Paris-Wien? Die eine Strecke von Metz über Saarbrücken nach Mannheim, nach Frankfurt, nach Würzburg, Nürnberg, Ingolstadt-Wien ist weitgehend fertig. Außer Mannheim-Frankfurt weitgehend neu gebaut. Das ist die weit längere Strecke, die macht einen Bogen, aber die schnellere Strecke. Und wer im Augenblick nicht unbedingt von Paris oder Metz zum VfB nach Stuttgart fährt, zum Beispiel zum Festspielen nach Salzburg und nach München, zu Bayern, fährt nie und nimmer über Mannheim, Stuttgart, Ulm. Weil die andere Strecke länger, aber deutlich schneller ist. Und wenn wir Stuttgart-Ulm nicht entwickeln, werden die Züge Europas Baden-Württemberg umfahren. Weil längere Fahrzeit heißt, weniger Fahrgäste, heißt schlechtere Takte, heißt kürzere Züge. Deswegen, es geht um die Frage, ob Baden-Württemberg integriert wird oder nicht hineinkommt. Und dann müssen Sie von der bestehenden ersten deutschen Schnellbahnstrecke Mannheim-Stuttgart irgendwie von Stuttgart nach Ulm kommen. Und die Neubaustrecke ist ja weitgehend unbestritten, Wendlingen-Ulm, wo der Hermann sie ebenfalls in zweiter Stelle. Bei den Grünen gibt es genügend unterschiedliche Standpunkte. Also unterstellt Wendlingen-Ulm unstrittig. Kann gerne Herr Palmer bestätigen. Dann muss ich die Frage beantworten, wie kommst du vom Norden Stuttgarts nach Wendlingen? Nach Mörkli weiß man, das geht nur, wenn man die Schienen zusammensteckt. Da wir diese Planung seit 17 Jahren betreiben, da sie durch alle Gerichtsinstanzen beraten wurde, da sie im Deutschen Bundestag, der Europäischen Union, im Landtag von Baden-Württemberg, im Gemeinderat, in der Region Stuttgart, im Gemeinderat von Tübingen, im OB-Wahlkampf Schuster gegen Palmer, 2004 in Stuttgart bestätigt worden ist und je über 60%ige Mehrheiten hat, da auch im jetzigen Landtag mehr als 60% der Abgeordneten von Ihnen gewählt dafür sind, haben wir nur eine Chance, in unserer Generation was zu bauen, wenn die Trasse Stuttgart, Flughafen, Wendlingen, Ulm realisiert wird. Ansonsten kommt in den nächsten 15 bis 20 Jahren nichts, denn die Bürger in Cannstatt, in Esslingen, oder in anderen Neckartalorten würden genauso verzögern, Bedenken einbringen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Baden-Württemberg, dass wir für unsere Kinder in Kauf nehmen, im nächsten Vierteljahrhundert in der europäischen Magistrale nicht dabei zu sein. Frankfurt würde gewinnen, Baden-Württemberg würde verlieren. Daraus für mich ergeben. Das erste ist die Neubaustrecke bei den Grünen in der Tat unbestritten, wie Herr Oettinger gesagt hat, beziehungsweise gibt es da unterschiedliche Nuancen. Und das zweite, ich habe es angedeutet mit der Karte,
Kann es den Tiefbahnhof geben ohne Neubaustrecke oder umgekehrt die Neubaustrecke auch ohne Tiefbahnhof? Hängen die beiden Projekte unmittelbar zusammen oder kann man sie auch einzeln verwirklichen? Und das Ganze auch in 5 Sätzen. Ich will noch eine 3. Frage beantworten, die Sie nicht gestellt haben, nämlich haben die in Stuttgart 10 Jahre geschlafen, weil ich komme ja jetzt wie ein Murmeltier vor, dass ich erst aufgewacht bin ganz am Schluss, und dann möchte ich doch auf zweierlei hinweisen. Fast alles, was heute diskutiert wird, haben der Herr Mappus, der Herr Oettinger und ich im Landtag von Baden-Württemberg rauf und runter diskutiert. Wurde allerdings nicht viel drüber geschrieben, das stimmt, könnte man also an die Medien zurückspielen. Und 2007 gab es 70.000 Unterschriften in Stuttgart für den Erhalt des Kopfbahnhofs. Da kann man nicht 4 Jahre nachkommen und sagen, wir haben geschlafen. Ich habe jetzt die nicht gestellte Frage beantwortet. Richtig, das war die Provokation am Anfang. Zur Neubaustrecke. Die Achse, die gerade auf der Landkarte von Europa gezeichnet wurde, von Nord nach Süd, hat in Deutschland einen Namen, nämlich Rheinschiene. Und die hat einen 4-mal höheren volkswirtschaftlichen Nutzen als die Neubaustrecke von Stuttgart nach Ulm. So steht es im Bundesverkehrsregelamt. Wir sagen eigentlich nur, wenn das 4-mal mehr wirtschaftlichen Nutzen hat, dann lasst uns zuerst die Rheinschiene bauen und dann ist immer noch Zeit für Stuttgart-Ulm. Damit sagen wir nichts, das ist bei uns Konsens, wir sagen nichts gegen die Neubaustrecke, wir sagen nur, die ist verdammt teuer im Verhältnis zu dem, was sie bringt, aber sie zu haben, wäre sicherlich von Vorteil. Kann man einen Punkt drunter machen. Was ich allerdings doch deutlich zurückweise, ist die immer wieder erfolgte Verknüpfung, sogar bei Ihnen jetzt am Anfang, Stuttgart 21 ist Bahnhof vergraben und Neubaustrecke alles in einem. Das ist das, was uns immer wieder eingeredet wird und was auch Herr Oettinger gerade meisterhaft versucht hat. Wenn ihr die Neubaustrecke haben wollt, an der angeblich das Schicksal Europas, der baden-württembergischen Wirtschaft und des Eisenbahnverkehrs hängt, dann müsst ihr diesen Bahnhof vergraben. Und diese Verbindung ist einfach unzulässig. Sie ist schlicht unzulässig. Und der Trick, mit dem uns dieses Unsinnsprojekt schmackhaft gemacht werden soll. Tatsächlich hat sogar die Deutsche Bahn in der Schlichtung, das könnten wir jetzt auch an Folien zeigen, bestätigt, dass das, was sie selber 10 Jahre lang geplant hat, von Anfang der 80er bis Mitte der 90er, dass das geht. Es wäre auch erstaunlich, wenn man Neubaustrecken nur bauen könnte, wenn man vorhandene Bahnhöfe vergräbt. Da gäbe es nämlich keine. Es geht natürlich auch mit dem bestehenden Bahnhof. Und der Witz ist, und darüber streiten wir jetzt, dass diese Kombination aus Neubaustrecke mit modernisiertem Kopfbahnhof mindestens 2 Milliarden billiger ist als das geplante Tunnelprojekt und wesentlich leistungsfähiger. Dort können mehr Züge fahren und sie können pünktlicher fahren. Und deswegen ist unser ganzer Kampf, und übrigens tatsächlich seit 10 Jahren, uns nicht von den europäischen Weltstrategen einreden zu lassen, dass wir das wesentlich teurere Projekt gegen den Widerstand der Stuttgarter Bürgerschaft durchsetzen müssen, um das gute Projekt zu bekommen. Diese Differenzierung, wenn wir die schaffen, ist eigentlich schon mal die halbe Miete. Und Stadtoberhaupt, sind denn nicht 80 Hektar frei werdende Fläche im Zentrum einer Stadt wie Stuttgart, die durch ihre Kessellage eingeengt ist, ist das nicht auch ein entscheidender Pluspunkt für so ein Projekt? Das ist sogar die Erklärung, wie das Projekt entstanden ist. Das entstand ja nicht aus dem europäischen Magistralen. Übrigens bestreite ich die Rechnung von Herrn Oettinger. Es dauert 5 Stunden 30 von Paris nach München über Stuttgart und 7 Stunden, wenn man so außenrum fahren möchte, wie er es gerade dargestellt hat. Die schnellere Strecke geht immer über Stuttgart, sogar ohne Neubaustrecke, und deswegen wird es zu diesem Verlagerungseffekt nicht kommen. Aber die 100 Hektar, die Sie ansprechen, sind erstens die Erklärung fürs Projekt, denn tatsächlich hat man damals geglaubt, man könne durch den Verkauf dieser Grundstücke das ganze Ding refinanzieren. Was sich heute in Luft aufgelöst hat, die Kosten sind so davon galoppiert, dass schon heute klar ist, die Refinanzierung macht vielleicht 20% aus, alles andere müssen wir aus Steuermitteln bezahlen. Wenn Sie aber nach da hinten gucken, dann sehen Sie, dass man jetzt schon riesige Bauflächen hat und man muss den Bahnhof dazu nicht abreißen, der ist ja noch da. Das hier war der Güterbahnhof. Der Abstellbahnhof kann genauso genutzt werden. Der innere Nordbahnhof, 3/4 der Flächen, die durch Stuttgart 21 frei werden, werden jetzt schon freigemacht und können künftig freigemacht werden mit dem modernisierten Kopfbahnhof. Und deswegen ist auch das Flächenargument keines, um dieses Projekt zu begründen. Im Gegenteil,
Die 800 Millionen Euro, die die Stadt Stuttgart jetzt mit Zins und Zinseszins aufwenden muss, um diese Flächen zu erhalten, sind so viel, dass die Flächen dort nur zu horrenden Preisen verkauft werden können, was man jetzt schon sieht, und dann können Sie angucken, was da rauskommt. Außer der Landesbank, bei der es damals aufs Belblicht ankam, hat niemand diese Grundstücke haben wollen. Und so wird es auch weitergehen, deswegen sind die Stuttgarter auch gegen die aus immensen Kosten entstehenden negativen Folgen für die Stadtentwicklung. War Stuttgart 21 in erster Linie von der Grundidee her ein städtebauliches Projekt? Es ist beides. Jede Infrastruktur ist zugleich Verkehr wie Siedlungsentwicklung. Das kann man nicht trennen. Natürlich waren 70.000 Stuttgarter, Herr Palmer, mit Unterschriften dagegen. Aber wir haben in Stuttgart 300.000 Wahlberechtigte. Das heißt im Umkehrschluss, 32.000 haben zumindest diese Position nicht bezogen. Zweitens, also nach Adam Riese ist es wohl so. Und zweitens, wenn Sie sagen, die Stuttgarter wollen die Bebauung nicht, der Gemeinderat Stuttgart auch nach der letzten Gemeinderatswahl in deutlicher Mehrheit dafür, dass das Projekt in seiner Gänze kommt. Und nochmal, natürlich sind es zwei Teilabschnitte, aber die Frage heißt, wie komme ich von Stuttgart Hauptbahnhof nach Wendlingen. Da brauche ich neue Gleise über den Neckar hinweg, eine neue Brücke, durch Esslingen und Cannstatt, zwei neue Gleise, Lärmschutzprobleme ohne Ende und muss dann einen Tunnel bohren, irgendwo von Cannstatt oder Esslingen rüber nach Wendlingen. Planungen null. Zeitverzögerung 15 Jahre und mehr. Hinzu kommt, wir haben da eine ideale Entwicklung, dass am Flughafen ein neuer Bahnhof entsteht. Der ist mindestens so wichtig wie der im Tal. Die Vernetzung, Autobahn, S-Bahn, Flughafen, Messe, die Bundesstraße nach Tübingen und Reutlingen und ein neuer Flughafenbahnhof ist einmalig in Europa. Außer einem Hochseehafen bekäme der alles. Wer dies ablehnt, muss irgendwo die Fakten verkennen. Und letzter Punkt. Lassen Sie uns bitte nicht Rheintalbahn gegen das Projekt ausspielen. Baden-Württemberg braucht beides, so schnell wie möglich und so gut wie möglich. Und deswegen bin ich dankbar, dass Albert Häge der Sprecher aller Bürgerinitiativen ist für die Rheintalbahn. Ausdrücklich auch 21 befürwortet. Und dass Herr Böhme, der hier ja jahrzehntelang gewählt, wiedergewählt und heute geschätzt ist, mithilft für das Projekt und genauso für eine Rheintalbahn. Ich glaube, es sollten für gute Baden-Württemberg sein und nicht Südbaden gegen Württemberg ausspielen wollen. Von der Frau Bundeskanzlerin öfter mal bemühte schwäbische Hausfrau weiß aber auch, dass man jeden Euro nur einmal ausgeben kann. Deshalb. Sie haben Argumente für Stuttgart gebracht. Bitte legen Sie noch nach Argumente, warum wir in Südbaden, warum das Publikum hier in Südbaden am kommenden Sonntag für Stuttgart 21 stimmen soll. Aus südbadischer Sicht. Ist was gut für Stuttgart auch gut für Südbaden? Wenn ein Ingenieur von Freiburg oder ein Wissenschaftler von Freiburg oder ein Techniker von Offenburg oder ein Winzer vom Kaiserstuhl beruflich nach München muss. Ich habe schon manche Freiburger in München getroffen. Dann hilft ihm der Ausbau, der die Fahrzeit um genau eine halbe Stunde verkürzt. Erheblich. Lassen Sie unseren Gast noch ausreden. Und zweitens, da wir ja auch den Stuttgarter Flughafen im Angebot haben, hilft ihm der Weg direkt dorthin ebenfalls erheblich. Und dritter Punkt, wir haben in der Bundesregierung eine Zusage, dass der Alpaufstieg sechsspurig zeitgleich ausgebaut wird für die Straße. Aber nur für den Fall, wenn die Schiene kommt. Und ich glaube, dass wir im deutschen Süden, die Südschiene Baden-Württemberg-Bayern, die wichtigste Wirtschaftsachse Deutschlands,
dringend auf der Schiene und der Straße stärken sollten. Dies muss im Interesse jeder Stadt und jeder Region in ganz Baden-Württemberg sein. Herr Palmer, wir kennen Sie als Bahnfahrer, als Bahnkenner, als Bahnfan. Warum haben Sie was dagegen, wenn eine neue Neubaustrecke gebaut wird, wenn ein neuer Bahnhof gebaut wird, wenn ein Bahnhof modernisiert wird, der es auch dringend notwendig hat? Weil ich im Gegensatz zu denen, die für das Projekt sind, fast jeden Tag mit der Bahn fahre und weiß, was sie braucht. Das ist nämlich auffällig. Es ist nämlich auffällig, dass die Organisationen sich besonders vehement für dieses Projekt einsetzen, wenn man die Leute trifft, in der Regel den Fahrer vor der Veranstaltungstür stehen haben. Da meine ich jetzt nicht den EU-Kommissar, das ist selbstverständlich, aber bei vielen Veranstaltungen im Land ist das so. Und weil es, wenn man konkret wird, immer das Gegenteil ist von dem, was in den Werbebroschüren versprochen wird. Selbst bei Herrn Oettinger, der das noch wesentlich seriöser macht, als man es häufig hört. Nehmen wir mal dieses Beispiel jetzt von Freiburg nach München. Wenn die Deutsche Bahn bereit wäre, einen direkten ICE Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart zu fahren, was es nicht gibt, und man nicht immer in Karlsruhe umsteigen und den Anschluss verbrechen muss, dann könnten Sie ohne einen Meter Gleis zu verlegen diese halbe Stunde Fahrzeitgewinn nach Stuttgart holen, was viel wichtiger ist, und nach München. Denn tatsächlich ist die ECE-Fahrzeit Freiburg-Karlsruhe knapp eine Stunde und die TGV-Fahrzeit, was die gleiche ist wie der ICE von Karlsruhe nach Stuttgart Hauptbahnhof, 36 Minuten. Ich fahre ständig nach Stuttgart, ich verpasse häufig den Anschluss in Karlsruhe und ich brauche immer die halbe Stunde länger, weil es diese Verbindungen nicht gibt. Und wir als Grüne machen uns die Gedanken, wie kann man mit möglichst wenig Geld möglichst viel für die Kunden herausholen. Deswegen ist auch dieser Flughafenbahnhof für mich völlig belanglos. Für Freiburg sowieso, weil in Zürich so nah ist und Frankfurt, weil es viel mehr Verbindungen anbietet, warum soll ich zu den Flughäfen über Stuttgart? So gerne Bahn fahren, dass Sie auch in Kauf nehmen, dass Sie mit 70 Tempo 70 die Geislinger Steige raufkriechen? Die lasse ich mir gefallen und antworte, wir haben vorher geklärt, für die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm sind wir. Ich habe eben eine andere Einschätzung zur Bedeutung von Flughafenbahnhof und der Dauer einer Modernisierung des Kopfbahnhofs. Flughafenbahnhof, 1% aller Fahrgäste in der Region Stuttgart benutzen diesen Bahnhof. 99% benutzen andere Bahnhöfe. Er ist nicht so bedeutend, wie sich das gerade anhört, in dieser Verbindung mit Autobahn und Flughafen, weil warum soll ich dauernd auf der Autobahn fahren und dort ausgerechnet in den Bahnhof einsteigen, wo dann in der Realität, Herr Oettinger, alle 2 Stunden ein ICE hält. Der Fahrplan der Bahn sieht vor, dass dort alle 2 Stunden ein ICE hält. Das ist eine vollkommen belanglose Verbindung. Und wenn man den Kopfbahnhof modernisiert, dann kann man selbstverständlich die Neubaustrecke anbinden. Meine Einschätzung ist die, dass das am Ende bis zur Fertigstellung gar nicht länger dauert, als bei Stuttgart 21, weil dieses Projekt modular realisierbar ist, wenn man einzelne Abschnitte machen kann und nicht für einen irren Betrag, der in der Zeit, in der man bauen möchte, nicht zur Verfügung steht, alles auf einmal herstellen müsste. Das können Sie heute schon sehen, Nürnberg-Erfurt wird aus genau dem Grund nicht fertig. Da sind die Brücken zum Teil schon 10 Jahre im Thüringer Wald und man weiß, die werden zum ersten Mal saniert, bevor eine Schiene draufgelegt wird, weil das Geld nicht ausreicht, um durchgängig zu bauen. Und genau das droht uns bei der Neubaustrecke und Stuttgart an. Hat gerade gesagt, Sie haben für die Anbindung des Bahnhofes, wie er jetzt besteht, an die Neubaustrecke, es gibt keine Planung, es gibt keine Vorstellung davon, wie man das machen soll. Und Herr Oettinger hat gerade darauf hingewiesen, wenn man das jetzt neu planen muss, wird es, er sagt 15 Jahre, das scheint mir bei den der heutigen Planungszeiträumen nicht unrealistisch. Sie haben keine Alternative, 15 Jahre haben wir dort nichts. Die Neubaustrecke hat eine Anbindung aus Plochingen, die ist da in Ihren Karten irgendwo sogar zu sehen gewesen. Die kann jetzt mit gebaut werden, die ist planfest bestellt. Das heißt, es gibt dann eine Anbindung von Stuttgart Hauptbahnhof an die Neubaustrecke. Allerdings noch nicht mit der Fahrzeit von 28 Minuten. Das ist die sogenannte Güterzugkurve, die kann selbstverständlich von Personenzügen befahren werden. Aber für 2 schnelle ICE in der Stunde, die man aus dem Vilstal rausholt, geht es sofort. Das heißt, wenn die Neubaustrecke fertiggestellt wird, gibt es an diesem Tag eine Möglichkeit, sie zu befahren über eine komplett geplante Kurve. Und die vollständige Herstellung
Insbesondere der wesentlich kürzere Tunnel. Wir haben bei unserer Planung nur ein Drittel der Tunnelstrecken, die bei Stuttgart 21 vorgesehen sind. Deswegen ist unsere Planung auch so viel billiger als Stuttgart 21. Dieser Tunnel würde dann nachgezogen und dann hätten wir Mitte bis Ende der 20er Jahre auch eine Fahrzeit von genau 28 Minuten. Das ist von der Bahn bestätigt. Die Kopfbahnhofanbindung, die ich gerade skizziere, ist genauso schnell in der Fahrzeit nach Ulm wie die Tunnelbahnhofanbindung. Und ich behaupte nochmal, wegen der Kostenexplosion, und da sollten wir Herrn Oettinger nochmal hören, da ist ja einiges zu lesen gewesen, wegen der Kostenexplosion wird das Geld nicht reichen, um fertig zu werden bis 2020. Die Planungen sind im Rückstand, der Planfeststellungsabschnitt Flughafen hat 3 Jahre Verzögerung. Ohne diese Flughafenkurven gibt es keine durchgängige Strecke. Vor 2023 wird auch Stuttgart 21 nicht fertig, da geht es nur um 4 oder 5 Jahre. Und da sage ich ganz klar, lieber 5 Jahre warten, viel Geld gespart und was Gescheites als so ein Murks. Kostensteigerungen bei öffentlichen Bauvorhaben sind an der Tagesordnung. Wie sicher können wir sein, dass Stuttgart 21, wenn es kommt, den Kostendeckel von 4,5 Milliarden für den Tiefbahnhof nicht überschreitet? Ich finde, man sollte als Jurist oder als Mathematiker nie von Murks reden, wenn Ingenieure arbeiten. Das sind wir einfach. Und auch nicht von Weltexperten aus Europa reden. Das finde ich irgendwo ein bisschen der sachlichen Debatte nicht angebracht. Nein. Aber bei Ihnen fließt immer so ein Halbsatz Ironie, Satire, Zynismus durch. Und er ist der Sache nicht angemessen. Das weiß ich zurück. Zweitens, wenn Sie nicht zum Flughafen müssen, die Messe ist dort. Die Messe des Landes Baden-Württemberg ist doch sicherlich auch für die Bürger des badischen Landesteils von Interesse. Drittens, dass die Bahn einen Direktzug anlegen soll. Nichts dagegen. Gar kein Problem. Aber die Direktverbindung Freiburg-Karlsruhe-Stuttgart schließt doch eine bessere direkt nach Ulm in naher Zeit nicht aus. Beides brauchen wir, nicht das eine oder, sondern beides ist der Baden-Württemberg von Belang. Und zu den Kosten, die Bahn hat jetzt 1/4 fest vergeben, mit Festpreis, ohne Kostensteigerung. Das zweite Viertel, ich habe Probe vor 2 Tagen gefragt, das zweite Viertel ist derzeit in der Vergabe, mit Festpreis, ohne Kostensteigerung. Das heißt, in wenigen Wochen werden 50% der Gewerke, namentlich die komplexen Tunnelbauten, in Stuttgart vergeben sein. Damit sind die Risiken mehr als halbiert. Deswegen glaube ich, dass dieses Projekt, das teuer wird, sich trotzdem im Rahmen hält, im Rahmen halten wird und dass weitere Kostensteigerungen nicht zu erwarten sind. Alles in allem, nehmen Sie einmal die 7 Milliarden für Stuttgart bis Ulm, für beide Teilabschnitte. Teilen Sie sie mal wegen durch 100 Jahre, den Gleise halb 100 Jahre Infrastruktur. Dann haben wir 70 Millionen für ein Jahr. Das heißt pro Bürger 6 Euro in Baden-Württemberg. Ich finde, eine moderne europäische Infrastruktur sollte uns pro Jahr 6 Euro aus unseren Steuermitteln dafür verwandt allemal wert sein. Letzter Punkt. Moderne Verkehrsinfrastruktur. Ich weiß gut, wie in Ihrer wunderschönen Stadt der Stadttunnel umstritten war. Wer war dagegen? Was war richtig? Und heute alle dafür. Deswegen ist mein Rat, ein Thema der Festinfrastruktur sollte man nicht davor emotionalisieren, sondern danach akzeptieren, wenn Deutschland und Baden-Württemberg ein moderner Industriestandort mit Lebensqualität bleiben will. Die Frage muss gestellt werden. Es ist jetzt ein Vermerk aufgetaucht aus Ihrer Zeit, 2 Jahre alt, als Sie noch Ministerpräsident des Landes waren. Da eine Kostenschätzung von 6,5 Milliarden für den Bahnhof. Der Vermerk lautet, auf Ihre Bitte hin soll das nicht publiziert werden. Sie haben jetzt die Möglichkeit, ein paar Sätze dazu zu sagen. Wir haben in den Monaten intensiv Best-Case- und Worst-Case-Szenarien berechnet und haben dann auf der Grundlage die Schlussverhandlungen geführt. Und entscheidend ist, in den Verhandlungen haben wir gemeinsam alle Beteiligten
den Betrag von 4,1 Milliarden festgestellt und den Puffer von 360 Milliarden, Millionen ergänzt. Und die Hälfte des Betrags ist jetzt vergeben. Das Ganze ist gegenstandslos. Nur ein zweites. Das sind die Akten des früheren Umwelt- und Verkehrsministeriums, der CDU-CSU, CDU-FDP-Regierung, jetzt bei Herrn Herrmann. Herr Herrmann hat die Akten seit Mai, seit der Wahl. Dass jetzt daraus Einzelstücke veröffentlicht werden, 3 Wochen vor der Abstimmung und nicht schon im August oder im Juli oder im November, nur einen Grund. Herr Herrmann macht mit Teilakten Wahlkampf. Ich behaupte untauglich, der Bürger wird so blöd nicht sein. Aber die Rechnung, eine Worst-Case-Szenario, es kann 6,5 Milliarden kosten. Das hat es im Verkehrsministerium gegeben vor 2 Jahren. Nein, es hat damals Berechnungen gegeben, was wäre, wenn der Stahlpreis exorbitant steigt? Was wäre, wenn Kosteneinsparungen nicht realisiert werden? Was wäre? Und am Ende mit ganz nüchternen Abwägungen, mit ganz konkreten Kosteneinsparungen, die jetzt auch realisiert wurden in der Vergabe, kommt man auf 4,1 und die Hälfte davon ist durch Vergabe und Festpreis längst realisiert. Herr Palmer, ein Drittel mehr Züge auf halb so vielen Gleisen. Das Thema hat auch die Schlichtungsrunde beschäftigt, bei der Sie viel Publizität hatten. Und diese Schlichtungsrunde unter Heiner Geißler hat daraufhin oder ist zum Schluss gekommen, lassen ein unabhängiges Gutachten einen Stresstest veranstalten. SMA aus der Schweiz. Dieser Stresstest ist zugunsten des Projekts ausgegangen. Warum polemisieren Sie, oder Sie haben anschließend gegen diesen Stresstest und seine Legitimation polemisiert, warum stellen Sie anschließend Instrumente in Frage, die von der Schlichtungsrunde, an der Sie beteiligt waren, verabredet worden sind? Wegen der Mathematik. Verstehen Ihr Fach nicht. Das will ich gerne mal erläutern. Also Herr Wittinger, ich gebe Ihnen zu, der eine Spruch war zu viel mit dem Strategen aus Europa, zumal jetzt in der Zeit in Europa, wo Europa bedroht ist, das nehme ich zurück. Aber den Murks muss ich nochmal bestätigen. Es ist Murks. Und das darf man auch sagen. Warum? Weil genau die Gutachter, auf die Sie sich jetzt beziehen, 2008 auch so einen Vermerk produziert haben, der ist schon zu Tanja Gönners Zeiten öffentlich geworden, in dem steht drin, die Infrastruktur ist knapp bemessen und es entstehen anspruchsvolle Fahrplankonstruktionen, was übersetzt so viel heißt wie, den Fahrplan kann man eigentlich nicht fahren, es sei denn, man hat Schweizer Pünktlichkeit 100%, dann geht es vielleicht. Was hat Frau Gönner dann festhalten lassen, als die Gutachter ihr das präsentiert haben? Wegen der Brisanz der Ergebnisse ist strikte Vertraulichkeit erforderlich. Ich finde, wegen der Brisanz der Ergebnisse wäre vollkommene Öffentlichkeit erforderlich gewesen, Bevölkerung und Parlament. Bevölkerung und Parlamente hätten Anspruch gehabt, für ihre Entscheidungen zu wissen, wie dieses Bahnprojekt wirklich funktioniert. Und jetzt zum Stresstest. Dieser Stresstest ist in der Tat verabredet worden in der Schlichtung. Ich habe die Formulierungen selbst vorgeschlagen und wir haben dort bestimmte Vereinbarungen getroffen, an die hat sich die Bahn nicht gehalten. Zum Beispiel wurde gute Betriebsqualität vereinbart, was heißt, Verspätungen können abgebaut werden. Das wird man bei einem 4,5 Milliarden Euro teuren Bahnhof verlangen dürfen. Rausgekommen ist, genau das kann der Bahnhof nicht. Er hat eine andere Qualitätsstufe, die einen anderen Namen trägt und dann hat die Bahn über sich selbst gesagt, wir haben bestanden. Bei Schröder war es verstanden, Grube sagt bestanden. Und dass das geglaubt wird, das werde ich doch noch mit Argumenten, die aus der Mathematik stammen, anzweifeln dürfen. Zum Beispiel, und das ist das am leichtesten Verständliche, der Rest müsste einen Vortrag erfordern. Ich kann Ihnen eine Stunde lang zeigen, warum die Bahn tatsächlich nachgewiesen hat, dass dieser Bahnhof weniger Züge verkraftet als der bestehende. Das ist das Ergebnis des Stresstestes. Und damit darf er eigentlich gar nicht gebaut werden, weil er einen Rückbau der Schiene darstellt. Aber das Beispiel, das ich Ihnen bringen möchte, ist, in dieser Simulation gibt es keine Baustellen, keine liegen gebliebenen Züge, keine kaputten Signale, keine Oberleitungsstörungen. Es gibt nicht eine einzige der Störungen, die jeder, der Zug fährt, jeden Tag in der Durchsage hat. Und wenn bei so einer Idealwelt im Computer rauskommt, das funktioniert gerade noch, das ist die Aussage, die die Gutachter gemacht haben, dann sage ich, in der Realität muss man viele Züge abziehen, bis es funktioniert und dann kommt man eben nicht
bei den 49 Zügen raus, sondern allerhöchstens bei den 37, die der heutige Bahnhof bewältigt, und zwar in der Realität, nicht im Modell. Ist der Stresstest aus Ihrer Sicht korrekt dargestellt von Herrn Palmer? Für mich war und ist das Büro in der Schweiz, SMA, das qualifizierteste Büro für Verkehrsplanung, Analyse und Verkehrsströme und deren Abschätzung. Für Herrn Palmer war das Büro vor einem Jahr auch noch das Beste Europas. Aber das Ergebnis aus der Schweiz befriedigt ihn nicht, also ist das Büro für ihn nicht mehr gut. Der Stresstest hat nachgewiesen, dass 30% mehr Verkehre möglich sind. Und drittens, der Regierungschef Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann, hat den Stresstest und seine Ergebnisse ausdrücklich akzeptiert. Und deswegen rate ich bei dem Thema, dass Sie Ihrem Landesvater folgen und nicht eigenständig denken, denn es geht hier. Nicht hier Kretschmann, hier Herrmann, hier Özdemir und hier Palmer. Die Grünen müssen mit dem Thema auch zu einer gemeinsamen Position und zu einer gemeinsamen Erklärung, was geschieht nach dem Quorum, fähig sein. Es geht nicht um den Busbahnhof in Tübingen, es geht um Baden-Württemberg. Wir haben zu einem Streitgespräch geladen, deswegen, ich sehe, Sie wollen etwas erwidern. Herr Wittinger, ich folge Winfried Kretschmann und denke trotzdem eigenständig. Das ist das Ende. Sogar die Autorität des Gutachters, wobei ich finde, dass immer wieder die Berufung auf die Autoritäten den Streit entscheiden soll, wenn man ein Sachargument bringt, vor die Aufklärung gehört. Seit der Aufklärung entscheidet man den Streit anhand des Arguments und nicht mehr anhand der Autorität. Aber der entscheidende Punkt ist, die Autorität der SMA ist voll auf meiner Seite. Weil wenn Sie dieses Gutachten Strich für Strich durchlesen, dann steht dort genau das, was ich Ihnen gesagt habe. Wenn Sie 67 Ausgangsbedingungen in einer bestimmten Weise wählen, die könnte ich Ihnen jetzt aufzählen, zum Beispiel keine realen Bedingungen im Modell, dann kommt am Ende das gewünschte Ergebnis von 49 raus und da hat SMA den Stempel drauf gemacht. Und ich sage nur, ich will, dass diese 67 Einschränkungen, die alle in dem Text drinstehen, von der Bevölkerung dann auch berücksichtigt werden. Und wenn man die dann, das muss man allerdings machen, eigenständig zu Ende denken, dann kommt man tatsächlich zum Ergebnis, der Bahnhof funktioniert schlicht nicht und deswegen wähle ich ihn morgens.